Wer den Geist Gottes hat. Jetzt frage ich mich, wer hat von euch allen 150 Menschen den Geist Gottes? Vielleicht einige von euch, vielleicht viele von euch. Aber es gibt einige unter euch, die vielleicht die Wahrheit noch nicht erkannt haben. Jesus sagt zum Beispiel, das ist das ewige Leben. Das ist der Sinn des Lebens, dass sie dich den allein wahren Gott erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und dann sagt er, ich habe dich auf Erden verherrlicht. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, noch bevor die Welt geschaffen wurde. Das bedeutet, bevor das Sichtbare und das Unsichtbare geschaffen wurde, war Jesus beim Vater. Darum, er ist ein Wesen und eine Essenz mit dem Vater. Du kannst es dir nicht anders erklären durch die Heilige Schrift. Die Trinität ist so zu erklären, dass wir einen Gott, den Vater, haben. Und aus dem Vater gezeugt ist der wahre Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht, der seit Ewigkeiten vor der Zeitrechnung, vor Raum, Zeit und Materie aus dem Vater gezeugt ist, nicht geschaffen, und der Heilige Geist, der vom Vater ausgeht und in dem Sohn ruht. Darum Kolosser 2,9, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in Jesus Christus. So ist die Gottheit der Bibel zu erklären durch das Alte und das Neue Testament. Es ist ein Gott, ein wahrer Gott, und dieser wahre Gott entfaltet sich durch den Vater, durch den Sohn und durch den Geist Gottes, der vom Vater ausgeht und in dem Sohn ruht. Das ist diese Echad, diese Einheit der Bibel. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Das ist die Liebe zwischen Vater und dem ewigen, lebendigen Sohn Gottes. Und das ist eine übernatürliche Liebe. Es ist eine Liebe, die wir Menschen nicht begreifen können. Und mit dieser Liebe liebt Gott dich. Mit dieser überdimensionalen Liebe, dass Gott seinen Thron verlassen hat und geboren wird in diese Welt hinein, in diese verderbliche Welt. Der allmächtige Schöpfer, das Wort Gottes, wurde Mensch. Unglaublich. Und diese überdimensionale, das ist einfach krass, diese Liebe. Das kann man sich nicht vorstellen, dass der Schöpfer, der Himmel und der Erde, der die Welt geschaffen hat, der das Universum geschaffen hat, der alles geschaffen hat, genau dieser wahre Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Prophezeit im Alten Testament, offenbart im Neuen Testament. Und das ist die Botschaft, wo man auf jeden Fall sehen kann, ein Christ, der das hört, würde sagen Amen. Einer, der nicht den Heiligen Geist hat, würde sagen, was redest du da? Wie kann bitte Gott Mensch werden? Astaghfirullah, Bruder, was redest du da? Und ich sage dir, das ist die Bibel. Das ist die Liebe Gottes. Was sagt uns Johannes? Die Liebe Gottes ist uns geoffenbart worden, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat. Das ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes ist nicht, dass du einen Mondgott anbetest, fünfmal am Tag Richtung einen Stein und sinnlose Geschwafel von dir gibst. Der wahre Gott ist nicht ein Gott, der sich durch eine Klagemauer anbeten lässt und du denkst, der Messias wird noch kommen, wie der Jude denkt. Ein Gott ist nicht ein Buddha, den du durch die Erleuchtung deines drittes Auge, wo du deine dämonischen Geister anbetest, verherrlichst. Ein Gott ist nicht ein Gott, der sich durch Statuen anbeten lässt, wie der Hinduismus und der Buddhismus, dieser reinste Götzendienst, sondern ihr versucht, zu Gott zu kommen. Die Botschaft der Bibel ist, Gott kam zu uns. Und das ist die Botschaft der Bibel, nämlich, dass Gott Liebe ist und die Liebe Gottes ist in Christus offenbart worden. Der Vater hat den Sohn verherrlicht, der Sohn verherrlicht den Vater. Der Sohn Gottes zeigt uns die Liebe des Vaters. Der Vater spricht durch den Sohn die Worte, die in diesem Buch stehen, wie in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Der Herr Jesus sagt sogar, das Wort, das ich rede und das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Und wer an mich glaubt, sagt der Herr, der glaubt nicht an mich, sondern an den Vater, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den Vater, der mich gesandt hat. Aber dennoch sehen wir auf TikTok, YouTube, diese ganzen schlangenartigen Ottergiftmenschen, die Ottergift unter ihren Lippen haben und das Böse aus ihren Herzen verkündigen, nämlich ein verderbliches, falsches Evangelium, nämlich ein Evangelium, das ganz klar von Paulus gewarnt wird, wie Paulus sagt, wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium verkündigt, als nicht das Evangelium, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie ich euch zuvor gesagt habe, wenn jemand zu euch kommt und ein anderes Evangelium verkündigt, der ist verflucht. Und dieses andere Evangelium ist der Koran, ist der Islam und die Botschaft Mohammeds. Und das ist nicht die Lehre des Christus. Der Herr sagt ganz klar durch den Geist Gottes, wer nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt,
der hat den Vater und der hat den Sohn. Bleibst du in der Lehre des Christus oder möchtest du einen Menschen hören, namens Mohammed, der laut Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, ganz klar dämonisch besessen war, Aisha, der selbst gesagt hat, er hatte gedacht, er hätte Geschlechtsverkehr, aber er hat ja nicht einmal mit uns geschlafen, Aisha, der die Spermienflecken von Mohammed abgewischt hat, laut Sahih al-Bukhari, einer, der durch eine Jüdin vergiftet worden ist, die Aorta durchtrennt wurde, in Sahih al-Bukhari 44, 28 und in Sura 66, 44 bis 47 lesen wir, Allah sagt ganz klar, gewiss werden wir den Lügner, gewiss die Aorta, die Herzschlagader durchtrennen. Und genauso ist der Lügner, der falsche Prophet, gestorben, nämlich durch die Durchtrennung der Aorta in Sahih al-Bukhari 44, 28. Und die Muslime haben diese ganzen Quellen, verleugnen sie und lästern gegen die Menschen, die solche Quellen aufzählen, weil die Quellen nennen sie als Daif, aber sie leben ja nach ihrer Nase, sie leben nach irgendeinem random Hodja und Sheikh und sie folgen irgendwelchen Menschen nach. Ich folge keinem Menschen nach, sondern ich folge den Heiligen Geist und der Heilige Geist verherrlicht den Vater und den Sohn. Was ihr da verherrlicht in euren Religionen, das habe ich da, keine Ahnung, wirklich, ich weiß nicht. Wie kann man dieses Buch nicht lieben? Und wie kann man gegen dieses Buch lästern? Der Bibel, meine ich jetzt. Wie kannst du nicht verstehen, im Anfang war das Wort Jesus und das Wort war bei Gott, dem Vater, und das Wort war Gott selbst, weil der Herr Jesus Christus ist ein Wesen und eine Essenz mit Gott, dem Vater. Ich wiederhole nochmal für diejenigen, die es noch nicht verstanden haben. Im Anfang war das Wort Gottes des Vaters, und das Wort war bei Gott, dem Vater, und das Wort war Gott selbst. Das bedeutet, der Herr Jesus Christus ist eine Essenz, ein Wesen mit Gott, dem Vater. Er ist verbunden mit ihm durch den Heiligen Geist. In der Person verschieden, klar, der Herr Jesus sagt, ich bin nicht da, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Ja, in der Hypostase haben wir drei Hypostasen. Wir haben drei Personen, aber wir haben einen Gott, ein Wesen, eine in einen Shampoo witzen und ihr mit euren wir beten drei Götter an, ihr habt keine Ahnung vom Geist Gottes, ihr habt keine Ahnung von der Bibel und die Trinität ist kein Konzil von Nicea. Wie soll bitte Konzil von Nicea über die Trinität aufklären? Ihr könnt euch das vorstellen. Wie sollte man über etwas diskutieren, was aber erst kommen würde durch einem Konzil? Versteht ihr die Logik dahinter? Wieso solltest du ein Konzil machen über die Trinität, wenn nicht die Trinität schon davor entstanden ist durch die Heilige Schrift? Warum sollte man über etwas diskutieren, was schon da ist? Versteht ihr? Das ist ihre Logik. Die Trinität ist biblisch. Jesaja 48, 16. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Im Alten Testament. Wir lesen das in 1. Mose 1, 26. Wir lesen das in Psalm 45, 7 bis 9. Wir sehen das in Jesaja 44, 24. Wir lesen das in Jesaja 40, 3. Überall. Die Trinität ist durch die Heilige Schrift ganz klar zu sehen. So. Und auch in Johannes 14, 26. Aber, naja. Die reden ja, ohne Ahnung zu haben von der Schrift. Das ist ja das Problem. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe, durch das Wort entstanden und ohne das Wort ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und dann lesen wir ganz klar, dass Jesus in Vers 1, er ist Gott. In Vers 2 lesen wir, Jesus ist ewiglich und in Vers 3 lesen wir, Jesus ist der Schöpfer der Himmel und der Erde. Und dann lesen wir in Vers 10. In Vers 10 lesen wir, er war in der Welt. Er war in der Welt, Jesus war in der Welt und die Welt ist durch Jesus geschaffen worden. Aha. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn. Er kam in sein Eigentum, der Schöpfer kam in seine Schöpfung. Er kam in sein Eigentum, doch die Seinen, die Menschen, haben ihn nicht angenommen. Wie kannst du das vorstellen? Stell mal vor, du bist der Schöpfer der Himmel und der Erde, du entscheidest dich, weil der Herr Jesus sagt, ich bin vom Herzen demütig.
Gott spricht selbst, ich bin vom Herzen demütig. Der demütige, barmherzige, allmächtige, allherrschende König der Könige des Universums entscheidet sich, in seine Schöpfung hineingeboren zu werden. Doch die Schöpfung, die Menschen haben ihren Schöpfer nicht anerkannt. Jetzt kommt's. Diejenigen aber, die an ihn geglaubt haben, denen gab er das Anrecht, seine Kinder zu sein. Das ist der springende Punkt. Ja, jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, jeder ist geliebt, jeder ist nach dem Bild des Herrn geschaffen, aber nicht jeder ist sein Kind. Der Herr sagt, er kam in sein Eigentum, doch die Seinen, die Menschen haben ihn nicht angenommen. Diejenigen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, seine Kinder zu werden. Die meisten predigen immer, Jesus kam, um für die Sünden der Welt zu sterben. Halleluja! Halleluja! Okay, schön, Amen. Was tat er noch? Die meisten Menschen macht einen Cut. Chalas, fertig. Jesus starb für unsere Sünden. Schön und gut. Nein. Er kam, um dich eins zu machen mit Gott, dem Vater und mit sich selbst. Und das lesen wir in Johannes 17. Der Herr kam nicht nur einfach, um für die Sünden der Welt zu sterben. Unter anderem ist das der Weg des Messias. Aber er kam, um mehr zu machen. Er kam nicht einfach, um dich jetzt frei zu sprechen, sondern er kam, um mit dir eine Beziehung zu haben. Er kam, um, damit du zu vollendeter Heimat kommst. Er möchte, dass du auch ein Sohn Gottes wirst, ihm ähnlicher, bevor du von dieser Erde gehst, ihm ähnlicher wirst, damit du kapierst, was der Sinn des Lebens hier auf der Erde ist. Er möchte, dass du dich im Wesen, im Heiligen Geist, tagtäglich erneuerst und tagtäglich sein Angesicht suchst. Und er sagt, bittet, so empfängt ihr, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, der empfängt. Der Herr möchte von uns hören, nicht mein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Erneuere mich, heiliger Vater, in deinen Namen, Herr Jesus Christus. Lass mich durch die Kraft des Heiligen Geistes, die ähnlicher werden. Bewahre mich vor dem Bösen. Ich möchte ein Sohn Gottes. Ich möchte deine Eigenschaften haben. Ich möchte deine Charaktereigenschaften haben. Ich möchte so sein wie du. Schenke mir Frieden, Langmut, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Schenk mir die Kraft, dich von ganzem Herzen zu lieben und meinen Nächsten zu lieben wie mich selbst. Das sagt der Herr Jesus Christus. Ihr werdet, die Menschen werden erkennen, dass ihr meine Jünger seid mit der Liebe, die ihr einander habt. Mit Liebe, nicht mit irgendeinem, ich schieße gegen Orthodoxe, der Orthodoxe schießt gegen die Freikirchler, wir machen uns lächerlich neben den Muslimen und der richtet den anderen, er behauptet, er hatte die wahre Lehre und der mit der wahren Lehre, aber behauptet irgendeinen Schwachsinn und der mit dem Schwachsinn behauptet, er erzählt einen Schwachsinn, weißt du, das ist ein Durcheinander. Hört auf, Spaltung ist fleischlich, Paulus sagt, Spaltung ist fleischlich. Denn das Reich Gottes ist in sich nicht gespalten. Am Ende, wenn der Herr Jesus Christus, Offenbarung 19, Vers 6, und der Herr, der Gott, der Allmächtige, der hat jetzt die Königsherrschaft angetreten. Und wenn er die Königsherrschaft antretet, dann wirst du nicht sagen, Bruder, wir waren ja letztens in orthodoxe Kirche. Krass, oder, dass wir hier sind. Der andere kommt und sagt, Bruder, wir waren ja in Freikirche. Weißt du, wer im Himmel sein wird? Einer, der wirklich Jesus angenommen hat. Und einer, der wirklich Jesus angenommen hat und versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, der liebt jeden Menschen, besonders jemand, der einfach nur Jesus in Fleisch bekennt und auch wenn er Struggles hat und Probleme hat. Das ist die Liebe Gottes in einem Menschen. Das ist die nicht verurteilende Liebe. Diese Liebe, die kommt von Gott. Und dann müsst ihr euch anschauen. Der Herr sagt, an der Liebe werdet ihr erkennen und an den Früchten werdet ihr erkennen. Wer mein Jünger ist, denn viele werden zu mir sagen, Herr, Herr, warum nennt ihr mich Herr, Herr, aber tut nicht, was ich euch sage? Hat der Herr Jesus nicht uns das Gebot der Liebe gegeben? Überall steht das Gebot der Liebe. Aber wo sehen wir das bei den Menschen? Wo sehen wir das bei uns? Ich muss mich auch da an die Schulter greifen. Ich bin auch nicht immer so geistlich, aber ich versuche mein Bestes. Wir sind Menschen natürlich, aber dennoch sollten wir eine gewisse Vorbildsfunktion haben und besonders auf sozialen Medien, wo jeder Mensch uns sieht und jeder Mensch auf jeden Fall uns sehen kann. Und
In 1. Korinther kannst du das gerne vorlesen. Da steht ganz klar auf jeden Fall, dass wir, die wir Streit verursachen, selbst die Ungläubigen machen sich lustig über uns. Sollen die Ungläubigen, zum Beispiel die Muslime, sagen, guck mal, der Orthodoxe beeft dich gerade gegen den Protestanten. Lass uns Popcorn holen und essen und gucken, wer sich hier mit besseren Argumente schlägt. Wenn ein Katholiker kommt und er sagt, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist, ich glaube, dass er das Wort Gottes im Fleisch ist, er ist für meine Sünden gestorben, auferstanden. Wer bin ich, dass ich dann zu ihm sage, guck mal, Tradition, das geht ja gar nicht. Du selber hast keine Ahnung von der apostolischen Kirche, du hast keine Ahnung von der Entstehung der Kirche als Freikirchler, du hast keine Ahnung von dem, obwohl ich selbst bis jetzt immer eine Freikirche besucht habe und ich spreche gerade in einem neutralen, gegenseitigen Austausch. Das bedeutet, der beeft gegen den anderen, der andere beeft gegen ihn. Der sagt, er ist ein Heretiker, ein Schismatiker, er ist ein Irrelehrer, der andere behauptet das Gleiche. Er ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber was ist, wenn du hingesagt, mein Bruder, das ist deine Meinung, schön, ich erzähle dir meine Meinung und vielleicht kommen wir auf einen Nenner. Nein, man sieht Christen, die beefen sich gegenseitig. So, zurück zu dem auf jeden Fall, warum Jesus in Johannes 17 diese krassen Sachen. Ich lese mal das ganze Kapitel, okay? Es ist das längste Gebet zwischen Sohn zum Vater und es ist das schönste Gebet zwischen Sohn zum Vater. Das ganze Kapitel ist ein Gebet. Unglaublich. Das ganze Kapitel von 17 bis 18 ist ein ganzes Gebet. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, über alle Menschen, hat er die Vollmacht bekommen, der Herr Jesus. Dass er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Meine Schafe, ewiges Leben, ihr wisst Bescheid. Das ist das ewige Leben, dass sie dich den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, noch ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass sie alles, was du mir gegeben hast, dass alles von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben und sie haben sie angenommen und haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die Menschen, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein und alles, was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt und ich komme zu dir, heiliger Vater, bewahre sie in deinen Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinen Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, Judas Iskariot, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede das in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für all diejenigen, welche durch ihr Wort an mich glauben werden in Zukunft, also ihr. Auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie, die Kinder Gottes, in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und dass du sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast.
damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, bevor die Welt geschaffen wurde, vor Grundlegung der Welt an. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast, und ich habe ihnen deinen Namen verkündigt und werde ihn verkündigen, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Amen. Das ist das schönste Gebet zwischen Sohn zum Vater. Für mich gibt es kein schöneres Gebet, weil dieses Gebet geht an uns. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, meine Herrlichkeit sehen. Der Herr Jesus bittet den Vater, Vater, alle Menschen, die an mich glauben, lass sie in unser Reich kommen, damit sie meine göttliche Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, bevor du die Welt geschaffen hast. Das ist der Herr Jesus, die Liebe in Person, der am Kreuz sagt, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der, der keine Sünde kannte, wurde am Kreuz für uns zur Sünde. Der sagt, wo die Leute ihn gelästert haben, er hat die durchbohrten Hände, die durchbohrte Seite, er wurde ausgepeitscht bis zum Knochenmark. Er war komplett, wirklich komplett medizinisch am Ende. Medizinisch war der Herr Jesus Christus am Ende. Wenn du medizinisch die anguckst, es gibt ein Video, wo ein Doktor, er fällt in Tränen aus. Er sagt sogar, wenn ich über das Kreuz singe, ich muss weinen. Weil medizinisch gesehen, das kann keiner von euch, das kann ich nicht durchmachen, das könnt ihr auch nicht durchmachen. Und das ist die Liebe. Und dann sagt er, nachdem er durchbohrt worden ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann sagt er, es ist vollbracht und legt seinen Geist in die Hände des Vaters. So, und der Herr sagt, diesen Heiligen Geist, der mit Liebe ausgestattet ist, habe ich in euch gegeben. An der Liebe erkennt man, wer ein Nachfolger des Herrn Jesus ist. Ich spreche auch harte Worte. Der Herr hat auch harte Worte gesprochen. Wir lesen das in Johannes 6. Ist das euch ein Ärgernis, die Worte, die ich zu euch spreche? Weil die Jünger haben gesagt, das ist eine harte Rede. Dann sagt es also ein Ärgernis. Was ist, wenn der Sohn des Menschen in die Herrlichkeit zurück hinaufkommt, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Die Worte, die ich rede, sind Geist und Leben. Aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Der Herr Jesus möchte, dass du eins bist mit Gott, dem Vater und mit ihm. Er möchte eine Beziehung zu dir. Er möchte, dass du, wenn du aufstehst, sagst, danke, Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus für diesen Tag. Und nicht Instagram, meine Freundin, das und das. Okay, ich habe so viele Likes auf mein Profilfoto. Meine Stories. Guck mal, Valentina, guck mal, Jessica hat mir geschrieben. Guck mal, der Markus. Schwachsinn! Lasst euch nicht täuschen. Dankt Gott dem Vater und tut Buße. Wenn einer von euch in Sünde, irgendeiner Sünde ist, geht und schmeißt euch auf euer Angesicht und sagt, Herr, alle Ketten, die der Satan, der Feind auf mich gelegt hat, Herr Jesus Christus, mach mich frei. Alles, alle Geister, die dich nicht anbeten, mach mich davon frei. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die frohe Botschaft. So. Und er möchte, dass du eins bist, damit du eines Tages mit ihm verherrlicht wirst in den Himmel. Und ich sage an diejenigen, die sich lustig machen über das Evangelium, und ich sage den Leuten, ich schäme mich nicht. Ich war schon mal geistlich tot. Ich war schon mal geistlich tot. Ich wollte mir das Leben nehmen. Ich habe keinen weiteren Grund, außer für Jesus zu leben. So. Ich habe keinen weiteren Grund. Ich war schon mal hier unten, wo ich nur schwarz gesehen habe, wo mir kein Essen geschmeckt hat, wo ich Essen im Mund hatte, es hat wie Karton geschmeckt, als ich geweint habe, als ich mir das Leben nehmen wollte, als diese dämonischen Geister mir gesagt haben, komm, spring doch vom Zug, komm, spring doch vom Berg, du bist nichts wert, als diese ganzen islamischen dämonischen Geister mir das Leben nehmen wollte, als ich den Islam verlassen habe und die Wahrheit gefunden habe und der Herr sich mir durch den Heiligen Geist offenbar gemacht hat. So. Und darum, nennt mich ein Fanatiker, nennt mich radikal, ich lebe nach Gottes Wort. Der Herr sagt, diejenigen, die enthauptet worden waren um des Zeugnisses Jesu willen, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und sie haben weiße Gewänder bekommen und herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die bekommen die Krone des Lebens. Die haben ihr Leben nicht geliebt bis in Ewigkeit. Und jetzt haben sie ewige Freude. So.
Es gibt ein Zeugnis, ich habe da vergessen davon gesprochen, von Sarah Boyanga, die gesagt hat, mir ist lieber, dass ich ein langweiliges Leben habe und mich vor Sünde bewahre, anstatt dass ich durch diese Sünde eines Tages in die Hölle komme. Die sagt das. Warum? Weil sie die Hölle und den Himmel gesehen hat. Ich kenne viele Nahtoderfahrungen. Ich studiere das seit über 6 oder 7 Jahren, diese ganzen Sachen. Und ich sag dir, es gibt viele Zeugnisse, die gelogen sind. Viele reden irgendeinen Blödsinn. Aber was sie da geredet hat, ist die pure Wahrheit. Und es gibt von diesen Zeugnissen 3 oder 4 im ganzen Internet, vielleicht auch mehr, die zu weit sind, aber diese 3 oder 4 Zeugnisse, die ich gesehen habe, das ist die Wahrheit. Und was sie da erzählt hat, was an diesen Orten passiert, besonders unten, und was unten passiert, und in dieser Sekunde jetzt gerade, was die Leute durchmachen, jetzt in dieser Sekunde durchmachen, und du merkst das gar nicht, es ist der Horror. Es ist der Horror. Und würden die, guck mal, es gibt in der Hölle keine Atheisten. Du findest dort keine Atheisten. Sobald ein Mensch seine Augen zumacht, sein Herz bleibt stehen und er nicht an Christus geglaubt hat, wird er wie der reiche Mann seine Augen öffnen im Feuer. Wie der reiche Mann seine Augen geöffnet hat nach dem Tod und hat sich in Feuerflammen gesehen. Ja, natürlich ist das gruselig, natürlich ist das schlimm, aber du schickst dich selber dahin, wenn du nicht dem Evangelium gehorsam bist. Und wenn wir müssen da Buße tun, wir müssen da abkehren von diesen ganzen Wegen. Und darum auf jeden Fall, Gott ist Liebe, Gott ist auch gerecht. Gott ist Liebe, Gott ist auch gerecht. Gott sagt zum Beispiel in Offenbarung 21, das ist das Buch der Offenbarung, dieses Buch gehört Jesus Christus. So fängt das Buch der Offenbarung an. Das ist das Buch der Offenbarung, das Gott quasi auch quasi zum Zeugnis gegeben hat an Johannes, an die 7 Gemeinden, die in Asia sind. Und dann sagt er, das ist das Zeugnis des Jesu. Das Zeugnis des Jesu. Das ist das Buch von Jesus Christus. Ne? Und er sagt selber, durch dieses Buch, durch die Vision, kein Lügner wird ins Reich Gottes eingehen. Kannst du dir dann den göttlichen Maßstab vorstellen, dass kein Lügner in den Reich Gottes kommt? Alle haben gelogen. Paulus sagt das auch. Alle haben gelogen und verfehlen die Herrlichkeit, die sie, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein Mensch. Darum brauchst du das, was Christus am Kreuz getan hat. Du kannst nicht gerettet werden. Es gibt kein Heil außer Jesus Christus. Es gibt keins. Und da interessiert mich nicht, was ein Franziskus sagt. So, ich habe nichts gegen Katholiken, aber was der Papst Franziskus von sich gibt, von wegen, es gibt Heil auch in anderen Religionen, das ist kompletter Schwachsinn. Also, es gibt nur einen Namen, in dem wir gerettet werden sollen, und das ist der Name Jesu Christi. Ich kann das gerne vorlesen. Wenn ihr mein Wort nicht glaubt, dann glaubt den Aposteln. Was sprechen hier die Apostel? Hier. Da sprach Petrus vom Heiligen Geist erfüllt zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und die Ältesten von Israel. Wenn wir heute wegen der Wohltat an einen kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesus Christus des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, damit dieser durch ihn von euch den Bauleuten verworfen wurde. Und dieser Stein ist zum Eckstein geworden für euch quasi. Und es ist in keinen anderen Namen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen, nur der Name Jesus Christus. Es wurde der Schöpfung keinen anderen gegeben, außer Jesu Christi. Und dann sagt uns Petrus im Petrusbrief, Jesus Christus ist seit der Erschaffung der Welt an vorherbestimmt als Sühnopfer für unsere Sünden. Das Opferlamm. Das bedeutet, die Kreuzigung ist nicht Jahrtausende alt. Die Kreuzigung ist der Plan der Schöpfung Gottes an die Menschen, dass der Mensch rebellieren wird und Gott wird Mensch in Jesus Christus und versöhnt die Menschheit durch sich selbst. Das ist die rettende Botschaft der Bibel. Die Welt geht verloren und die Welt wird versöhnt durch Gott selbst, der am Kreuz für die Sünden seiner Menschen stirbt und Gott versöhnt das Universum mit sich selbst am Kreuz. Das ist die Botschaft der Bibel. So, und wer das ablehnt, 2. Thessalonicher 1, sie werden in die ewige Strafe kommen, die dem Evangelium nicht gehorsam waren. Es ist kein Zwang, so, ja, du hast einen freien Willen, du kannst weiterhin glauben, dass du vom Affen abstammst, du kannst weiterhin an deinem Koran glauben, dass
gibt dir kein ewiges Leben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Du kannst gerne an einen Steine glauben. Du kannst an diese Zwiebel glauben. Das gibt dir kein ewiges Leben. Jesus kann dir ewiges Leben geben und sonst keiner. Es gibt Leute, die glauben wirklich an Steine und so. Darum habe ich das erwähnt. So, und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt habe ich ungefähr halbe eine Stunde einfach herumgeredet. Aber das musste sein auf jeden Fall. Vielleicht mussten das einige hören. Leute, dieser Papierstrohhalm ist reine Katastrophe. Und wenn ich gebunden bin von der Sünde, schmeiß dich auf dein Angesicht, bereue, tu Buße und bete zum Vater in Jesu Namen. Du hast nicht mehr zu tun mit, du bist nicht mehr so viel unterwegs mit Christen in TikTok. Ich mache wieder meinen einsamen Wolf-Move. Ich bin wieder der einsame Wolf. Ich predige hier auf meinem TikTok-Kanal das wahre Evangelium. Die anderen beefen sich gegenseitig. Die anderen schießen die ganze Zeit. Die anderen, viele lästern auch auf TikTok. Ich mache das nicht mit. Ich mache meinen eigenen Stream. Wer in meinen Stream kommt, herzlich willkommen. Aber ich brauche nicht auf jeden Fall in andere Lives zu gehen, wo Leute sich auf jeden Fall gegenseitig fertig machen und diese ganze Spaltung und die ganzen, weil ich habe viele apostolischen Kirchen Follower, die aus der Orthodoxie kommen oder aus dem Katholizismus und auch viele Freikirchler, viele aus verschiedenen Konfessionen und ich bin ein Mensch, ich verurteile keine Konfession und darum mögen mich die Menschen anscheinend nicht, weil ich ein neutraler Kind Gottes bin. Manche mögen das, meine direkte Art, manche mögen das nicht. Aber ich mache mein Ding so und ich weiß, dass mein Ding auf jeden Fall gut ist. Danke übrigens für die ganzen Geschenke, Leute. Der Herr Jesus segne euch. Kann man sein Zeugnis hier erzählen? Also falls jemand sein Zeugnis erzählen möchte, der kann gerne in mein Live kommen. Falls jemand sein Zeugnis erzählen will, der kann in mein Live kommen, ja. Ich habe mich so gut gefühlt als neugeborener Christ. Aber bin total in Sünden zurück. Das Ding ist, wir müssen auf jeden Fall immer Buße tun. Sobald du merkst, du bist in Sünde gefallen, sofort Buße machen. Sofort Buße machen, sofort bekennen, so, und versuchen nicht mehr in diese Sünde zurückzukommen. Es gibt ein Vers in Sprüche, glaube ich, im Alten Testament steht, wie der Hund zurück in seine eigene Kotze geht, so auch ein Sünder zu seiner alten Sünde zurück. Schon eine krasse Aussage. Und da bin ich mit euch einen betroffen, weil ich bin auch auf jeden Fall in meiner Vergangenheit in vieles reingeraten und viele Fehler gemacht und viele Sachen durchgemacht. Und darum auf jeden Fall verurteile ich niemanden, der mit Sünde zu kämpfen hat oder irgendein anderer Mensch, sondern so mein Heuchler. Wenn jemand sagt, ich bin ohne Sünde, ist ein Heuchler. Gott segne, Heil, Gott segne. Aus deinem Problem gelernt, ja. Könnte ich vielleicht kurz reinkommen, muss halt etwas leiser reden. Ja, schick dir mal eine Einladung. Mal gucken. Kannst gerne reinkommen. Gerne reinkommen. Gerne reinkommen. Gerne reinkommen. Gerne reinkommen. Gerne reinkommen.
Einer Leitung. Kannst du gerne erzählen auf jeden Fall, aber nicht, dass du jetzt nervös bist und so, weißt du? Ja, ich weiß nicht wieso, mein Körper hat angefangen zu zittern, ich muss leise reden, aber auf jeden Fall. Ich fange mal ganz von Anfang an, und ich kann nicht reden, das tut mir so leid. Ich hatte eben eine bestimmte Freundin und mir ging es halt durch diese Person nicht so gut. Und ich hatte halt irgendwann auch Suizidgedanken und so weiter, war alles schlimm. Und wir als Christen sollen ja auch nicht mit jemandem obsess werden. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also wir sollen uns auch nicht von irgendjemandem beherrschen lassen. Und ja, bei mir war das richtig schlimm, dass ich wirklich immer geguckt habe, wann die Person online war, weil ich eben mit der Person schreiben wollte. Ja. Mhm. Irgendwann wurde es halt schlimmer, mir ging sie jeden Tag schlecht und so weiter. Und ja, das hat halt Schlimmes verursacht und es hat halt so weit, also es ist halt so weit gekommen, dass ich halt gedacht habe, dass mir Weltliches hilft oder so. Und das hat mir wirklich nicht geholfen. Ich habe versucht mit weltlicher Musik, mit Büchern, keine Ahnung. Und irgendwann habe ich halt dieses eine TikTok-Video gesehen über die Offenbarung, die 7 Trompeten. Das hat mir so die Augen geöffnet. Und ich habe wirklich heulend gebetet um Vergebung. Und es war wie, als würde der Herr schnipsen und ich wäre ein anderer Mensch am nächsten Tag. Ich habe direkt mir diese Bibel-App runtergeladen, direkt meine Bibel gelesen. Und dann hat es natürlich wieder so eine Zeit gegeben, wo das weniger geworden ist. Mama. Aber, Hallo. Alles gut, falls auf jeden Fall sie schlafen möchte, dann kann, lass sie auf jeden Fall schlafen. Und es hat halt sehr Gutes bewirkt, weil ich zum Herrn gefunden habe und ich fühle mich einfach sicher und ja. Die arme Schwester. Wir warten noch ein bisschen. Mal gucken. Die Arme kann ich in Ruhe erzählen. Vielleicht möchte der Feind nicht, dass sie ihr Zeugnis erzählt haben. Ist bei mir immer so, wenn ich auf jeden Fall bete oder irgendwie sowas, dann stört mich auch immer. Irgendwer ruft mich an oder stört mich oder sonst was. Wie reagierst du aber, wenn du Moslems in deinem Alltag begegnest? Wie sollte ich dann bitte reagieren? So, oft bete ich in meinen Gedanken für sie. Die denken auch, ich habe eine AK-47 dabei und jag jetzt Muslime. Ich kämpfe nicht mit Pfeil und Bogen, mit Schwert. Ich werde die Verbindung auf jeden Fall mal trennen. Falls du dann reinkommen möchtest, meine Liebe, dann sag mir dann nochmal. So. Schreib dann nochmal in den Chat, ob du reden kannst oder nicht. Bruder, mach Boxerschnitt. Nee, das steht mir gar nicht. Ich werde auf jeden Fall wieder Locken machen. Ich werde wieder einen Monat wachsen lassen, aber ich Locken. Leute, was sind das für Fragen? Wo sind deine Haare und wo sind deine Locken? Denkt ihr wirklich, ich war jetzt bei GTA Friseur und hab kurz geändert? Leute, natürlich, ich hab geschnitten. Was denkt ihr denn? Haben solche Zahlen wie 8 auf 1 eine Bedeutung? Keine Ahnung. 666 hat eine Bedeutung.
Ich werde ein bisschen wieder Fragen beantworten. Glaubst du, dass Katholiken, die Buße getan haben, in die Hölle kommen? Ich verstehe solche Fragen nicht. Die Hölle passt nicht mega. Die lass glatt besser. Alan, gibst du heute wieder ein Insta-Live oder bleibst du heute bei TikTok? Wahrscheinlich werde ich nicht heute auf Insta-Live sein. Mal gucken. Isst du Schweinefleisch? Ich würde jetzt nicht Schweinefleisch so einkaufen. Falls ich mal eine Pizza habe und irgendeine andere Salami drauf ist, wo ich nicht weiß, würde ich es trotzdem essen. Aber grundsätzlich versuche ich nicht zu essen. Nicht aus religiösen Hintergrund, nicht aus das hier. So wie Paulus sagt, lasst euch nicht richten für Speise oder Trank oder sonst was. Aber auf jeden Fall, mir schmeckt Hühnerfleisch und Rindfleisch mehr. Weil du meintest, Religion ist falsch. Wann habe ich das gesagt? Und was für eine Aussage, bitte. Immer jedes Mal irgendwelche Anschuldigungen, die Worte, die ich niemals gesagt habe. Krass. Erinnert mich an Insta-Live. Sachen, die ich niemals gesagt habe. Sachen, die vielleicht einer von den Reza-Jungs sagen würde. Aber nicht ich. Was sagen deine Eltern dazu, dass du ein Ex-Muslim bist? Nichts. Sie sehen meinen Wandel im Heiligen Geist. Damals waren sie nicht so freudig. Jetzt sehen sie, dass es mir besser geht mit dem Glauben. So, dann habe ich dich falsch verstanden. Sorry, alles gut. Ich glaube, er meint, dass Christentum keine Religion ist, sondern Glaube. Jetzt geh mal auf Google und schreib mal Definition, Synonym, Religion. So. Wenn die Leute sagen, Jesus möchte eine Beziehung mit dir, klar. Aber wenn du jetzt Orthodoxer bist, hast du dann keine Beziehung mit dem Herrn. Das ist Schwachsinn, was die Leute auf TikTok und alles klären. Die sagen, boah, jetzt Katholik sein oder Orthodox sein ist komplett falsch. Religion, du lass dich binden und alles. Ich als, der ich bis jetzt eine Freikirche immer besucht habe, sage, ihr habt euch null mit der Kirchengeschichte beschäftigt, null mit den apostolischen Kirchen beschäftigt. Nur weil jetzt jemand eine gewisse Konfession hat, bedeutet das nicht, dass er jetzt religiös ist. Glaubst du nicht, dass er eine Beziehung zum Herrn haben kann, wenn er auch in einer apostolischen Kirche ist? Da wird auf TikTok immer, boah, Jesus möchte eine Beziehung zu dir, keine Religion. Amen. Weißt du eigentlich, dass der Weg der Orthodoxie, was sie behaupten, ist, quasi durch die Mysterien und alles eine Beziehung zum Herrn zu haben? Das behaupten die Orthodoxen. Aber dann kommen die ganzen Fanatiker, die auf jeden Fall null sich beschäftigt haben mit der Kirchengeschichte. Und ich als Neutraler sage, beschäftige euch lieber mit der apostolischen Kirche, bevor ihr solche Aussagen trefft, wenn du quasi dich nicht selber auskennst. Ja, Jesus möchte eine Beziehung zu dir. Hat jetzt Jesus keine Beziehung zu einem Orthodoxen, obwohl er jeden Tag zu ihm betet und glaubt an die Lehre des Christus? Immer nachdenken, bevor man was sagt. Und Jesus ist der Weg, ja. Bruder, es vergeht kein Tag, an dem ich bereue, früher viele Dinge gemacht zu haben. Ich auch. Ich bereue das auch. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Und jetzt ist auf jeden Fall ein neuer Tag, so, jetzt ist Gegenwart und du kannst hier in der Gegenwart auf jeden Fall deine Zukunft aufbauen. Möge Allah dich recht leiten, sagst du. Allah ist der Täuscher in Sure 354 und deine Religion wird in Offenbarung 19 vernichtet werden. Möge der Vater und der Sohn durch die Kraft des Heiligen Geistes, der wahrhaftige Gott der Bibel, dich retten und dich recht leiten, besonders auch als Russe so eine Aussage von sich zu geben, du hast deine eigene Vaterland und deine eigene
Glaubensrichtung belogen. Es tut so weh, besonders auch Albaner und Bosaner und die aus dem Balkan, die sich diese irreführenden Geisterreligion, den ich Gott sei Dank vor 6 Jahren verlassen habe, die sich anhängen an den Schwachsinn. Balkan ist Christ. Ja, ursprünglich auf jeden Fall. Vor allem nach Griechen. Der Russe tat mir gerade voll leid. Unglaublich. Serbien ist größtenteils christlich. Das Ding ist, damals gab es keinen Islam. Das Ding ist, die Vorfahren der Muslime stammen aus den Juden hinüber aus den Christen. Versteht ihr, was ich meine? Wie gesagt, 10, 12 Jahre, nachdem er versucht hat, Mohammed geistlich auf jeden Fall seine falsche Religion den Christen und den Juden zu verkündigen und die Christen und die Juden ihn nicht angenommen haben, hat er durch den Dschihad, dann auf jeden Fall durch das Schwert, seiner Religion dann offenbart. Du tust mir leid, du musst mir nicht leid tun. Ich habe den Heiligen Geist Gottes in mir. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht an ihn glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Der Herr sagt, raus aus Babylon. Raus, sagt die Offenbarung. Raus aus diesem Götzendienst, raus aus diesen Schlangenreligionen, raus aus dem antichristlichen Geist, sagt der Herr. Der Herr ruft durch den Heiligen Geist, raus, raus meine Kinder, raus aus dieser Stadt, raus aus Mekka, raus aus dem Kaaba-Dienst, raus aus dem antichristlichen Geist, der den Sohn Gottes verleugnet, damit ihr euch nicht teilhaben mit den Sünden von dieser Stadt von Babylon. Amerika tötet 7 bis 15 Millionen Muslime in Irak, friedliche Religion. Als Amerika, ja, wirklich Amerika, der George Bush, der nichts mit Christus zu tun hat, ne? Du vergleichst Amerika mit der christlichen Lehre, wo Jesus gesagt hat, wer dich zur linken Backe schlägt, dann halt auch die rechte hin. Oh, hört doch mal auf mit eurer Heuchelei. Ihr seid Heuchler. Ihr habt keine Ahnung von wahren Christen. Ihr habt keine Ahnung von der Lehre des Christus. Liebe deine Feinde. Allah sagt, ich hasse die Kuffar, ich hasse, belagert sie und bekämpft sie. Ihr habt keine Liebe in euch, ihr habt nicht den Geist Gottes, ihr habt nicht diesen Frieden. Und im Nahen Osten, ich bin in Syrien geboren, ich kenne die ganze Geschichte mit dem Islamischen Staat, die wahre Sunna begeht. Ihr seid Jahils, Munafikun, ihr seid die Munafiks. Der Islamische Staat würde euch als Kuffar abstempeln. Ihr seid Shisha und eure Muslime. Ihr kennt die wahre Sunna nicht. Ihr kennt nicht das Bestialische, was Mohammed angetan hat. Geh doch und heirate selber mit einem Neunjährigen. Penetriere doch einem Kind. Ein Pädophil ist das. Geh doch und sag in Sahih al-Bukhari, ich habe dreimal eine dämonische Gestalt gesehen. Und dann geht das zu Khadija und sagt zu Khadija, was er gesehen hat. Und Khadija mit seinem Großonkel und sagt ihm dann auf jeden Fall, oh nein, das war Engel Jibril. Jibril hat nichts mit Gabriel zu tun. Jibril ist ein böser Geist. Jibril ist ein Dämon. Gabriel aus der Bibel ist der heilige Erzengel Gottes, der den Sohn Gottes verkündigt hat und keinen Isa ibn Simsalabim wasallam. Schäm dich, dass du den Namen Gabriel in deinen Mund nehmen kannst als Muslim. Gabriel kam niemals zu Mohammed, sondern der Satan, der sich als Engel des Lichts verkleidet hat, hat ihn getäuscht. Und ich rede diese harte Worte, damit ihr euch Gedanken macht, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihn. Verflucht ist ein Mensch, wir oder ein Engel vom Himmel, die euch ein anderes Evangelium verkündigen. Ganz klar, in Matthäus 7, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man Dornen von Disteln? Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen, wie auch ein schlechter Baum keine guten Früchte bringen kann. Einer, der keine gute Frucht bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Danke für die ganzen Geschenke, Gottes Segen. Ja, das bedeutet, an der Frucht eines Menschen erkennt man, wen er nachfolgt.
Mohammed, was hat er Früchte gezeigt? Du siehst auf jeden Fall, Mohammed hat in der Wüste Menschen geholt, die Hände und die Füße der Menschen abgeschnitten, sie in der Wüste gelassen. Ein Mensch kommt zu Jesus, die Pharisäer kommen zu Jesus mit einer Ehebrecherin, sagen: Herr, im Gesetz des Mose steht, man solle so eine steinigen. Was sagst du? Geht er auf den Boden, geht hinauf, sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Dann geht er zu der Frau und sagt, sind jener deine Ankläger da? Ist jemand, der dich anklagt? Nein, Herr, ich klage dich auch nicht an. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Da kam ein Mann zu Mohammed und sagt, oh, Rasulallah, ich habe Ehebruch begangen, ich habe schlimme Sachen getan. Er hat nicht aufgepasst, er wollte nichts umdrehen, denn er wusste, er muss ihn töten. Zweites Mal, Rasulallah. Drittes Mal, Rasulallah. Dreht er sich um und lässt ihn steinigen. Ah. Lehre des Christus, nicht steinigen. Mohammed steinigt, okay. Neunjährige. Aisha, als sie 6 Jahre alt war, nahm Mohammed dann mit 9 Jahren sie zur Ehe und hat dann den Beischlaf mit ihr gemacht. Und Aisha ging in seine Wohnung, in sein Haus mit ihren Puppen. Ah, also er nimmt sich, also erst hat er einen Fetisch auf Khadija, eine Frau, die 10, 15 Jahre älter war als er. Zuerst Fetisch auf Ältere und dann Fetisch auf Jüngere. Und dann gönnt er sich das unglaublich. Und darum, seeking Allah, finding Jesus von Nabil Qureshi, das öffnet die Augen vieler. Ich habe die Biografie von Mohammed studiert und habe den Islam verlassen und ich habe die Biografie von Jesus studiert und habe Jesus angenommen. Du kannst nicht diesen falschen Propheten, der in Offenbarung 20,10 in die Feuersee kommt, vergleichen mit dem Herrn der Herrlichkeit. Er ist nicht mal würdig, ihn den Schuh zu küssen. Vergleiche nicht einen Menschen, der in seinen Sünden gestorben ist, mit dem Herrn der Herrlichkeit, mit dem König aller Königen. Und er schreit gerade auch im Totenreich nach Vergebung. Genau diesen Jesus, den er in seinem Koran reingeschrieben hat und einen falschen Jesus verkündigt hat und ihm die Göttlichkeit entzogen hat und ihm die Kreuzigung genommen hat, die Vergebung der Sünden. Und jetzt weint er und ist von Staub weg. Den sieht man nicht mehr. Also was ist das? Und das Grab des Herrn Jesus ist leer. Es ist leer. Du gehst dahin, Israel. Bam. Du gehst dahin, gehst an die Tür. He is not here. He is risen. Auferstanden. Mein Herr und mein Gott ist auferstanden. Wo ist denn dein Herr? Von Staub ist er und von Staub kam er wieder zurück. Mein Herr hat nie Staub gesehen. Denn mein Herr ist Gott. So. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie ihr undercover, ihr habt ja euren Mund nicht aufgetan. Macht ein Muslim plötzlich seinen Mund auf in den Kommentaren, dann sieht man diese Schlangen kommentieren dann nach ihm. Dann sind zwei, drei Muslime in den Kommentaren, die heimlich mein Live geguckt haben, machen ihr Mund aber erst auf, wenn die ganzen antichristlichen Geister sich versammelt haben. Und es war wie vor ungefähr 3, 4 Monaten, als ich immer 1000, 2000 Zuschauer hatte im Livestream. Und jedes Mal, wenn ich über den Herrn Jesus gesprochen habe, hatte ich ungefähr 300 bis 400 Zuschauer. Und ich verwende den Namen Mohammed oder Islam oder Muslim plötzlich, als würde der Satan: Muslime, er spricht über die Religion von mir. Versammelt euch, meine Kinder des Antichristen, geht in seinem Live hinein. Und dann hatte ich immer 1000, 2000 Zuschauer, ungefähr 800 bis 1000 Muslime. Als würde der Satan mit diesen Asan sie rufen und sagen: Yalla, Habibis, kommt in seinem Live. Unglaublich. Wer damals die Zeit miterlebt hat, wo ich damals immer Tausende von Zuschauern hatte, der weiß Bescheid. Unglaublich. Ich habe es immer gesagt, bis heute sage ich, es ist ein Phänomen, das ich bis zu meinem Tod nicht verstehen werde. Ein Phänomen wie damals, ich rede über den Islam, kommen die ganzen Kinder des Antichristen und versuchen, den Islam schön zu reden. Da gibt es nichts schön zu reden. Es gibt nichts schön zu reden. Und ich bekomme in 2 Wochen mein Setup. Ich bekomme von einem Bruder gesponsert ein Computer, ein Notebook.
Ich bekomme ein Mikrofon, ich bekomme alles gesponsert von einem Bruder. Und dann, meine lieben Muslime, dann kommt in mein Live. Und dann will ich jeden von euch in mein Live haben, wenn ich mein Setup habe, mit allen chronologischen Versen vom Alten bis zum Neuen Testament, zu allen Koranversen, zu allen Hadithen. Und dann kommt und versucht, eine Debatte mit mir zu machen, wenn ich meine ganze Arbeit und den ganzen Bildschirm vor mir habe und hin und her switchen kann von PDF zu PDF und die ganzen Wahrheiten euch vorzeige. Und dann will ich mal sehen, wer von euch ein Mann ist und wer seine Religion noch verteidigen kann, nachdem ich die Religion und so dermaßen exposed habe schon in dem ganzen Jahr. Und ich sag dir als Ex-Muslim, kein Jeside, kein Alevite, kein Zaza, kein Jeside, ein sunnitischer Muslim, der aus dem muslimischen Bereich kommt und 18 Jahre in dieser falschen Religion war, ganz klar, das Gottesbild ist nicht identisch zwischen uns. Wir dienen dem Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Ihr behauptet dasselbe, wir dienen Jahwe, ihr dient Allah. Die Bibel sagt im Psalm 2, Vers 7, ich möchte den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Sura 112, ganz klar, Kullu Allahu Ahad, Allahu Samad und so weiter. Und dann steht da, Allah, spricht der eine, der ist und der war, quasi der, der nicht gezeugt ist und hat nicht gezeugt. Warum sagt er Sura 112 dein, und das ist Blasphemie, die Sura ist Blasphemie, gegenüber dem biblischen Gott ist Blasphemie. Weil der biblische Gott ist Echad, er ist nicht Ahad. Die Muslime sagen, Gott ist Ahad. Kullu walau Ahad. Nein, nichts Kullu walau Ahad. Kullu walau Echad. Einheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Psalm 2,7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gezeugt, nicht geschaffen, wahrer Gott vom wahren Gott, Licht vom Licht, seit Ewigkeiten ein Wesen mit Gott, dem Vater. Und kein Isa ibn Simsalabim Wasallam, so einen existiert nicht. In der historischen Geschichte gibt es keinen Isa. Es gibt einen Jesu, El-Messi, den die Chaldeer, die Assyrer, die Aramäer verherrlichen, bevor der Islam da war. Und keinen Isa, sondern einen Jesu, El-Messi, Al-Rab, der Herr. Das Problem ist, ihr denkt, er wäre nur ein Prophet. Und mit dieser Gedankenstellung, dass er nur ein Prophet ist, geht ihr in die ewige Hölle, laut der Bibel. Das ist der Punkt, wo euch die Augen nicht geöffnet werden können. Wie Jesaja gesprochen hat, er hat ihre Herzen verstockt und die Augen verblendet, damit sie nicht mit den Augen sehen können, noch mit den Herzen sich bekehren können und ich sie heile. Dies sprach Jesaja, als er das Angesicht des Herrn gesehen hat und von ihm redete. Aber das Problem ist, es ist halt Satan. Satan, der ein Drittel der Engel verführt hat und durch den Islam, den Atheismus, den Buddhismus, den Hinduismus, wie er ein Drittel der geistlichen Wesen im Himmel verführt hat, so verführt er hier auch Milliarden von Menschen auf dieser Erde. Es ist nichts Großes. Wenn er die Macht hat, Geistwesen, spirituelle Geistwesen, Milliarden zu verführen und jetzt auf den himmlischen Regionen über dem herrscht in der geistlichen Welt über die Erde, dann hat er auf dieser Erde sein Territorium, das ist sein Spielplatz, das ist der Spielplatz des Teufels. Und weil er der Gott dieser Welt ist, wie Paulus sagt, sie haben den Gott dieser Welt gedient, und quasi der Teufel sich tarnt als ein Engel des Lichts, die Leute denken, Teufel, Rot, Dreizack. Oder Teufel, Rot, Dreizack, Hölle. Was steht im Buch Hiob? Wo ist denn der Satan? Der Herr fragt den Satan, von wo kommst du? Am Umherstreifen der Erde. Das heißt, er ist von der geistlichen Welt auf den zweiten Himmel, immer noch geistliche Welt, und wird dann auf jeden Fall von der geistlichen Welt auf die Erde hinabgeworfen. Und dann wird er durch seinen Geist in einen Menschen leben, den man Antichrist nennt, und dieser Antichrist wird euch Muslimen und Buddhisten und Hinduisten alle in Offenbarung 19 nach Jerusalem versammeln, und dann kommt die Stunde des Gerichts über alle Muslime und alle, die nicht den Heiligen Geist in sich hatten, und dann kommt das große Mal des Königs, des Gottes Jesu Christi, und ja, und dann kommt schon das tausendjährige Reich mit Christus.
Ja, nee, die Logik dahinter zu behaupten, wir wären die letzte Offenbarung, obwohl der Koran und die Lehre Mohammeds nichts zu tun haben mit der Lehre der alten Propheten. Mohammed hat nichts zu tun mit Moses, hat nichts zu tun mit Jesaja, hat nichts zu tun mit David, hat nichts zu tun mit irgendwen von denen. Die ganzen Propheten würden sich schämen für diesen falschen Propheten. Die Bibel sagt uns, wie sich ein Prophet offenbar macht. Und guck dir das mal an auf YouTube oder auf Internet. Was macht einen biblischen Propheten aus? Dann siehst du, dass Mohammed in allen jeglichen Punkten versagt hat und ein falscher Prophet ist. Allein durch diese Sachen schon, ne, durch die Bibel. Abgesehen davon haben wir genug Verse, um dir zu sagen, auf jeden Fall, dass das Gottesbild in der Bibel ganz klar anders ist, als wie das im Islam. Aber naja. Alan, warum redest du so viel über Muslime, dass das ja, weil ich von diesen Bereich komme. Ich kenne den Geist des Antichristen. So. Ich weiß, wie er arbeitet. Ich weiß, wie er agiert. Ich weiß, wie er sich verherrlicht in den Menschen. Ich weiß, wer ist. Der eine ist ein toxischer Geist, der immer streitsüchtig ist. Der andere ist ein Mörder. Der andere ist ein eifersüchtiger, toxischer, antichristlicher Geist. Der andere ist einer, der dem Mammon dient. Der hat, weiß ich nicht, 2, 3 Kebabstände, lebt in der Türkei sein Leben und denkt nichts und quasi sagt er Alhamdulillah. Aber in Wahrheit gibt es kein Alhamdulillah. In Wahrheit gibt es den Mammon in seinem Leben und keinen Heiligen Geist. Es gibt viele Arten vom antichristlichen Geist. Die meisten sind aber diejenigen, die Christus ablehnen. Das ist sowieso die Person des antichristlichen Geistes, ne, der den Sohn Gottes verleugnet. Könnt ihr euch das vorstellen? Und ich, sorry, dass ich das tue, aber es regt mich auf. Wenn ich sage, Jesus ist der Sohn Gottes, würden die Kinder Gottes sagen, Amen. Jetzt sage ich, Jesus ist der Sohn Gottes und Muslime würden sagen, Astaghfirullah. Da sieht man, wie dämonisch angelehnt dieser Mensch ist. Da sieht man, was für ein Geist in diesem Menschen ist. Merkt ihr es? Die Bibel warnt uns. Und das Problem ist, ich sag euch, ich gehe manchmal so, ich heule im Gebet, ich weine im Gebet, ich bete für sie alle, ich möchte, dass sie alle gerettet werden, aber es geht nicht in mein Gehirn rein, wie der antichristliche Geist in ihnen vorgeht. Wie blind muss man überhaupt sein? Ich verstehe es nicht, ich krieg die Krise ab und zu mal. Ich meine, ich erzähle so viele Wahrheiten, ich erzähle so viel, ich kann dir so viele Beweise vom Alten Neuen Testament geben, ich kann dir so viele Stellen geben, ich kann dir selbst aus dem Koran, die 25 Mordkommandos, aus den Tafsiren, aus den Hadithen, sei al-Bukhari, sei Muslim, und so viele andere Zeugnisse, Menschen, die Jesus gesehen haben, Ex-Muslime, Nahtoderfahrungen, Visionen, Menschen, die sagen, nach dem Tod siehst du keinen Mohammed, da gibt's keinen Allah, oder wie die pakistanische Ex-Muslime, und quasi gestorben ist. Und dann steht sie vor Gott und dann betet sie zu Gott und sagt, Allah Azawajal. Und dann spricht diese Stimme zu ihr, ich bin nicht Allah. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Ich kenne nur Allah. Ich will Allah. Ich bin nicht Allah. Wer bist du? Was ist dein Name? Ich bin der ich bin. Ich bin Jesus Christus, sagt die Stimme. Das war eine Nahtoderfahrung von einer pakistanischen Frau, die, glaube ich, auch 1, 2 Stunden ihr Zeugnis erzählt hat. Und dann ist sie auf jeden Fall zurück in diese Welt gekommen und hat den Leuten dann in einer Kirche das erzählt, was sie gesehen hat auf der anderen Seite. Ich sag euch und ich lege meinen Körper ins Feuer, wenn es nicht der Fall ist. Der Islam kann nicht die Wahrheit sein. Es kann nicht. Es widerspricht sich mit allem in jeglichen Punkten. In allen Punkten versagt diese Religion zur Wahrheit. Es ist die Religion des Feindes. Es ist der Teufel, der nach Christus eine Religion gründen müsste, um die Kreuzigung zu verleugnen, um die Auferstehung zu verleugnen, um den Sohn Gottes zu verleugnen, um die Göttlichkeit des Herrn Jesus zu verleugnen. Es ist eine Religion, die der Teufel in 600 Jahren daran gearbeitet hat. Nachdem der Teufel durch das Werk des Kreuzes gerichtet worden ist, musste er eine Religion bringen, um die Menschen zu täuschen und in die Hölle zu werfen.
Er hatte keine Macht mehr über die Kinder Gottes, weil sie durch Jesus verherrlicht sind in das ewige Leben durch den Glauben. Er musste eine neue Religion bringen. Der dämonische Baal, der in babylonischen Zeiten in die äußerste Finsternis geworfen ist, der die Todeswunde hatte in der Buch der Offenbarung, jetzt die Todeswunde wieder geheilt worden ist, dieser Geist, damals haben sie, die Muslime, auch Richtung Jerusalem gebeten, jetzt hat der Satan seine Macht dem Tier gegeben und das Tier wird jetzt in Mekka angebetet. Der Satan gab die Macht dem Tier. Buch Offenbarung, Offenbarung 13, Offenbarung 14 bis Offenbarung 16. Der Satan gab seine Macht dem Tier und das Tier wird jetzt verherrlicht in Mekka. Und in anderen Religionen dasselbe. Und chronologisch steht in Saudi-Arabien der Stein, der Götzenstein von Mekka chronologisch zu den anderen Götzensteinen und den Pyramiden und so weiter. Das ist alles babylonischer, dämonischer Schwachsinn. Alles Götzendienst, alles teuflisch. Der Islam ist niemals die Wahrheit. Es ist nicht die Wahrheit. Die absolute Wahrheit ist nur in Jesus. Und die Liebe zu Gott ist nur in Jesus. Der Herr Jesus sagt selbst, ich bin dazu geboren und dazu in diese Welt gekommen, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Jeder Mensch, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme, der folgt mir nach. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie, sie folgen mir nach. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der die Kinder Gottes mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Ich sage euch und ich lege meine Hand, mein Körper, mein Kopf, alles ins Feuer, wenn der Islam die Wahrheit ist. Es kann nicht die Wahrheit sein. Es kann nicht. Und da brauche ich auch nicht mit diesen antichristlichen Geistern zu diskutieren. Es kann nicht die Wahrheit sein. Ich werde in Zukunft bestimmt noch detaillierte Videos machen, wenn ich mein Setup bekomme, wenn ich auf jeden Fall den Bruder quasi da, mit dem ich dann zusammenarbeiten werde in Zukunft, der meine Videos schneidet, der dann auf jeden Fall das alles professionell macht und so. Wenn das alles in das Professionelle hineingeht, wenn ich meinen Podcast habe, Spotify, YouTube, dann fangen wir alles an. Ich mache das erst seit einem Jahr. Wir gehen jetzt Richtung zweites Jahr. Seit ungefähr ein paar Wochen gehen wir jetzt Richtung zweites Jahr. Und jetzt in diesem Jahr möchte ich das alles professionell machen. Und dann werde ich den ganzen Schwachsinn exposen. Und dann soll einer von, weiß ich nicht, Pierre Vogel, komm, Abdul Bara, komm. Ich möchte mit diesen ganzen in Zukunft diskutieren. Wie Pierre Vogel, ich habe von einem Bruder gehört, der wollte damals, als ich meine Primezeit hatte auf TikTok, wo ich tausende Zuschauer hatte, der wollte auch mein Live kommen. Ist er gekommen? Nein, ist er nicht. So. Und dann möchte ich mal die ganzen Käseprediger in mein Live haben, wenn ich auf jeden Fall das alles vorbereitet habe. Und ich sage euch so, Gott mir auf jeden Fall, ich muss kurz meinen Akku aufstecken, so. So Gott auch möchte, ich werde auf jeden Fall das alles professionell machen und dann wähle ich einen. Dann hol mir doch einen Islamverstanden, einen Copy-Paste-Muslim, der die ganzen Christen täuscht. Wo viele Christen auf TikTok den Christentum verlassen haben für einen Lügner und der sie hineinverführt. Wie sie genau das machen, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass sie eine Gruppe haben, wo sie gegen Christen lästern, wo sie gegen den Heiligen Geist lästern und wo sie mit Joker und diese ganzen anderen fanatischen Fanatiker und die ganzen Geister gegen sie arbeiten gegen das Reich Gottes. Sie arbeiten detailliert gegen uns. Es sind wie Dämonen, die sich versammeln, wie in der Hölle, wie durch andere Zeugnisse, wie die Dämonen sich in der Hölle versammeln, um gegen die Kinder Gottes zu attackieren und sie zu verführen. So wie die Dämonen in der Hölle arbeiten gegen die Kinder Gottes, so arbeiten diese muslimischen, antichristlichen Geister in WhatsApp-Gruppen zusammen, machen einen Plan, was für Videos und wie sie live gehen, wie Joker oder dieser eine da. Kennt ihr diesen Russen? Kennt ihr diesen Patriot, der seinen kleinen Sohn in den Islam gesetzt hat und er selbst den Islam angenommen hat, der behauptet, Jesus möchte, dass ihr erkennt, dass Mohammed der letzte Gesandte ist. Ich sag euch, Jesus sagt, wer für mich ist, der ist für mich. Wer gegen mich ist, der ist gegen mich. Sie sind gegen Jesus. Sie sind Antichristen. Sie machen Gruppen und arbeiten detailliert gegen Christen. Sie wollen Christen verführen in ihrer Religion. Sie wollen sie aus dem Buch des Lebens herausreißen. Das sind dämonische Geister. Versteht ihr das nicht? Das ist der Geist des Antichristen ihnen. Sie wollen diese Muslimen und anderen, sie wollen ihre Namen aus dem Buch des Lebens reißen, als würde selbst ein Dämon da arbeiten. Versteht ihr das? Es macht Sinn. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen dämonischen Geistern in den himmlischen Regionen. Wenn sie gegen uns arbeiten, warum machen wir das nicht auch? Warum wachen nicht die Christen auch auf und sagen, okay, Kinder Gottes?
Sie arbeiten gegen uns. Wir nehmen uns Zeit. Wir machen das Gleiche. Wir machen auch Videos in Liebe und exposen alles von denen. Stattdessen, dass jeder Christ sich in die Hand greift und sagt, wir sind ein Leib, ein Glaube, ein Herr, eine Taufe. Stattdessen sehen wir auf TikTok, jeder macht sein eigenes Ding. Jeder richtet gegen den anderen. Als wäre das Reich Gottes auf TikTok gespalten. Unglaublich. Aber ich sag euch, das Heil gibt es nur in Jesus Christus. So, es gibt nur in Jesus das Heil. Und natürlich, die Muslime, die vorhin hineingeschrieben haben, die sind wahrscheinlich nicht mehr im Live, ne, weil der Geist des Antichristen, wenn er hört, dass gegen Mohammed was geredet wird, dann zittert dieser Geist. Oh, ich möchte ihn umbringen. Was redet er da gegen meinen Propheten? Was sagt er da? Da tanzt der antichristliche Geist, tanzt da Tango mit denen. Die werden wütend. Das sind toxische, hasserfüllter Geist. Ah, was redet er gegen meine Religion? Was ist das? So bin ich nicht. Und so sind die Kinder Gottes auch nicht. Wenn du gegen Jesus was sagst, ich bekomme einen gerechtfertigten Zorn. Dennoch sage ich dir, möge Jesus dich segnen, weil ich weiß, nicht dein Fleisch ist das Problem, sondern der Geist hinter dir ist das Problem. Ja. Wer Ohren hat, der höre. Ja. Danke für die ganzen Geschenke, Gott segne. Ja, ich habe das gehört mit China. Sehr antichristlich. Ich denke, dass China was mit Gog und Magog zu tun hat. Ich denke, China wird sich entweder mit Russland zusammentun. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass Putin so dumm ist. Putin ist ein Scharfsinniger. Ob Putin ein Kind Gottes ist, das weiß ich nicht. Aber wer so viel Macht hat, ob er für die Elite arbeitet, ich weiß nicht. Aber was ich weiß ist, ich denke, China ist ein Teil der Endzeit. Ich denke, China ist ein Teil von Gog und Magog. Ob Putin sich zusammentut mit China und die Sowjetunion quasi da irgendwas passiert und eine Zusammenarbeit zwischen den Chinesen passiert und da ein dritter Weltkrieg entsteht, ich weiß nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich denke auf jeden Fall, jetzt sind wir in den prophetischen Jahren. Ich denke auf jeden Fall, die prophetischen Jahre kommen bald. Ich denke auf jeden Fall, wir leben in prophetischen Jahren. Ja, es kommt immer noch News. Aber guck mal, es ist alles Anzeichen Richtung das. Ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt in Offenbarung 19 sind. Wir sind nicht in Offenbarung 19. Wir sind jetzt nicht da, wo auf jeden Fall die Dämonen den Königen der Erde versammeln und dann sie nach Israel kommen. Wir sind noch nicht da, wo wir genau da sind, dann in Offenbarung 18, 19 und so. Aber es geht alles Richtung dieser Richtung. Ne? Was da passiert, keine Ahnung. So, ich weiß nicht. Interessiert mich auch nicht. Warum? Weil ich konzentriere mich auf jeden Fall auf Gottes Reich und ich kann mir nur die Welt anschauen und was da auf jeden Fall passiert. So, entweder es gibt eine Vorentrückung oder es gibt keine Vorentrückung. Viele diskutieren da Vortrübsal, Nachtrübsal, Vordrangsal, Nachtrangsal und so weiter. Ich sag den Leuten, macht euch einfach bereit. So, wenn wir entrückt werden, Halleluja. Und wenn nicht, ich sterbe für meinen Glauben. Ist mir egal. Dann sollen sie meinen Kopf abhacken. Ich sterbe für meinen Glauben. Chip, ja. Also zuvor muss auf jeden Fall der Sohn des Verderbens offenbar werden. Und wenn der Sohn des Verderbens offenbar wird, auf jeden Fall, dann kommt das alles mit Offenbarung 13. In Offenbarung 12 fällt er vom Himmel. Michael kämpft einen letzten Kampf zwischen den geistlichen Ebenen. Und in Offenbarung 13 wird er auf jeden Fall dann durch seinen Geist in einen Menschen kommen, der Antichrist. Und dann kommt der Chip und alles andere.
Es wird auf jeden Fall krass werden in Zukunft. Wir werden ein Trick von dran sein. Ich hoffe es. Also ich sag euch, ich werde niemals einen Chip annehmen. Die Leute wurden verführt. Ich mit einbezogen. Corona-Krise, Corona-Impfung. Aber wenn ein Elon Musk oder irgendein anderer kommt mit einem Chip, ich sag euch, ich nehme niemals einen Chip. Die sollen mir den Kopf abhacken, die sollen mir egal was machen, ich nehme das nicht. Und wenn wir davor schon entrückt sind, dann müssen wir darüber eh nicht reden, aber ich werde niemals einen Chip nehmen. Trump vielleicht Antichrist. Die meisten sagen Obama. Interessiert mich auch nicht, aber die meisten sagen auch Obama. 2024 wird Obama gewinnen und dann wird Obama anscheinend derjenige sein, der, ihr wisst schon. Mal gucken, ob das passiert. Wir werden es ja sehen. Dann kommen die anderen, sagen September. Die sagen, September passiert es. Ich sag, wir werden sehen. Wir werden September, jetzt sind wir in September. Sie sagen, oh Leute, in 20 Tagen Countdown, sagen die. Ob das passieren wird, Bro, Bruder, Schwester, ich kenne den Tag und die Stunde, ich kenne nur der Vater allein so. Aber, ja. Ihr könnt das mal googeln. Googelt mal 23. September. Oder ja, googelt das mal, was die dort über dieses Datum sagen, die Leute. Googelt das mal dann später, im 23. September, was die da sagen. In wie vielen Tagen, das ist doch in 2 Wochen oder so, ne? Impfung war schon Malzeichen, denke ich. Nein, das ist falsch. Du kannst kaufen oder verkaufen. Es war eine Vorbereitung für das Malzeichen. Die Impfung ist nicht das Malzeichen. Die Impfung ist eine Vorbereitung dafür. Ja, entweder 18. oder 23. September behaupten, die passiert irgendwas. Aber ich bin kein Freund von Zahlen. Joe Biden ist ein Antichrist. Ja, Joe Biden ist sowieso ein Antichrist. Joe Biden ist sowieso verloren. Aber ich denke auf jeden Fall auch, dass sie den geklont haben. So, ich denke auf jeden Fall, bei dem ist irgendwas schief. Guckt euch den alten Joe an und guckt euch den neuen Joe an. Guckt euch das mal an. Guckt den alten Joe und jetzt den neuen Joe. Leute, solche Themen rede ich eigentlich nicht in meinem TikTok Live. Ich kann viel über diese Themen reden. Ich kann echt krasse Sachen erzählen über dieses Thema und andere Themen, aber ich mach's trotzdem nicht. Darum kommt der Podcast. Und im Podcast, ich lege die Karten offen. Wenn mein Podcast kommt, ich rede über alles. Wenn mein Podcast kommt, dann kann ich über alles reden. Du musst unbedingt einen Podcast machen. Ja, so Gott möchte. Ja. Es gibt auf jeden Fall krasse Themen, die man besprechen kann, auf jeden Fall. Wer hat das Recht zu bestimmen, wer ein Gläubiger ist und wer nicht, nur Gott weiß? Natürlich nur Gott weiß. Die Bibel sagt uns aber, dass wir den Geist eines Menschen quasi unterscheiden können zwischen einem Kind und Gottes und einem Nicht-Kind Gottes. Das können wir machen. Aber falls ein Kind Gottes ist und eine andere Meinung ist zum Beispiel, weil es gibt einen Unterschied zwischen irre Lehrer und falsche Lehrer. Wirst du mal früher live kommen? Ja, ich werde auf jeden Fall früher auch live kommen. Ich kann auch mal so um 18 Uhr live kommen oder so. Welche Konfession bist du? Also ich bin auf jeden Fall Christ. Ich habe in diesen 6 Jahren immer wieder eine Freikirche besucht und ich lerne dazu. Zum Beispiel habe ich mir die Tora Christen angeschaut. Glaube ich nicht. Habe ich, als ich das Neue Testament auf jeden Fall mehrmals alles so gelesen habe. Nee. Dann auf jeden Fall 7-Tages-Adventisten und dann das Gleiche so ein bisschen habe ich mir angeschaut. Dann Baptisten. Dann war ich selber in einer Baptistengemeinde. Untere Baptistengemeinde, die war voll friedlich. Die war gut auf jeden Fall, weil die anderen haten ja die anderen Gemeinden, so in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Bei uns ist auf jeden Fall alles cool. Ich richte auch auf jeden Fall die anderen nicht, aber
ich habe was gegen andere Themen, aber die möchte ich jetzt öffentlich nicht bekennen. Und apostolische Kirchen studiere ich, lerne ich auch quasi Katholizismus und Orthodox. Meinst du das, was ich denke? Ich meine einfach, dass man die Menschen durch die Liebe erkennt, ne? Und eine Predigt sollte in Liebe sein, außer man redet zum Beispiel über Hölle, dann aber auch mit Liebe predigen, aber nicht sowas, was ich gesehen habe. Was ich da gesehen habe, nee, ich bin... Was sagst du zu Rezus und Amirs Meinung? Bei Reza und Amir mag ich noch. Amir, ich habe auf jeden Fall Amir damals, ich möchte mich nicht selbst erhöhen, frag Amir selbst, ich habe ihn verkündigt, ich habe ihn auf jeden Fall auf TikTok dann gepostet, ich habe mit Amir geschrieben auf Instagram, Amir hat mir damals gefolgt, wir haben zusammen geschrieben, wir sind zusammen live gegangen, dann kam die Trennung, ich war mit Reza, ich war in einer Gruppe mit denen, das war die Katastrophe. Und mehr möchte ich auf jeden Fall nicht sagen über das Thema. Mit Ami ist alles gut, aber mit gewissen anderen Personen nicht. Habe ich vergeben, ich habe vom Herzen vergeben, ich vergebe auch. Aber dennoch, ich unterstütze das auf jeden Fall nicht. Ich war dabei, Alter. Ja. Arthur war dabei. Kennst du Aramir? Natürlich kenne ich Aramir. Ist eigentlich kompliziert, ja. Deine Kartoffeln verbrennen im Ofen. Ich habe diesmal keine Kartoffeln drin. Aber gut, dass du mich erinnerst. Vielleicht koche ich bald wieder. So, Leute, ich werde jetzt offline gehen. Denke ich. Oh, habt ihr das gehört? Das hat sich krass angefühlt. Lass knacken. Warte, hört ihr das? Darf man schwul sein? Nein. Da dürfen das du alles als quasi als Mensch. So, du hast deinen freien Willen als Christ. Nee. Wer da pusht, der Schlawiner. Ja, wenn man was zu bieten hat, dann warum nicht? Bin ich mir nicht zu schade dafür. Aber wenn es zu bald stolz ist, dann nee. Ach Leute, kriegt die Krise. Mein Leben. Schon gelb vom Lesen. Das ist Gold. Das ist die Farbe Gold. Das ist die Schlachter 2000.
Meine andere Schlachter, die ist auf jeden Fall wie im Kriegszustand. Ist die goldene Bibel auf Deutsch? Natürlich. Okay, Leute. Der Herr segne euch und behüte euch und lasse sein Angesicht auf euch scheinen. Der Herr will sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Frieden im Namen des Herrn Jesus Christus auf jeden Fall. Folgt mir auf Instagram, Alan Seelengewinner. Ich sehe so viele Follower, über 39, nee, sehen wir? Wir sind bald auf 39.000, Richtung 40.000 Leute. Warum folgt ihr mir nicht auf Instagram, Leute? Mögt ihr mich nicht? Was ist los mit euch? Ich poste immer so coole Sachen. Ich poste immer coole Sachen auf Insta. Folgt mir doch dort. So, Moment. Wow. Guck in den Chat hinein. Ich hab's so abgeschickt. Wie ein Lümmel. Das muss ich jetzt nochmal schreiben. So. Jetzt. Alles klar. Ich wünsche euch gottesreichlichen Segen. Vergisst heute nicht zu beten. Betet gerne für mich. Ich bete für euch. Wandelt den Geist und ihr werdet nicht die Begierden des Fleisches tun. Auf jeden Fall. Der Herr liebt euch mit einer unendlichen Liebe. Auf jeden Fall. Und möge der Herr Jesus Christus durch den Heiligen Geist euch beschützen, eure Familien beschützen. Und sich, und auf jeden Fall betet und liest Gottes Wort jeden Tag. Und ihr werdet sehen, wie euer Leben euch verändert. Wie der Heilige Geist euch verändert. So. Gottes Segen. Stell mal, ich könnte so einen Stream ausmachen. Oh, mit meinem schönen Armband so. So, Leute. Warte. Bye.